Hallihallo Leute und herzlich willkommen bei einem etwas anderen Video. Ich war gerade auf 9gag unterwegs und habe da so eine japanische Werbung gesehen, dachte nur so, what the fuck? Und ich glaube, das geht einfach mega vielen Leuten so. Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein React to Japanese Commercials und habe jetzt einfach mal ein Video rausgesucht, was irgendwie ziemlich gut bewertet war, relativ viele Klicks hat. Ich habe mir es nicht angeguckt, das heißt, ihr findet das Originalvideo natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selbst reinziehen und ich bin gespannt, was ich hier erleben werde. Vorweg, wenn euch sowas gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und auch ein Kommi, was ich mir sonst so reinziehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, dann lass mal ein bisschen japanische Werbung anschauen. Ich bin gespannt. Okay. Das fängt schon mal gut an. Okay, das ist einfach Werbung für ein Soda, ja? Alles klar, das habe ich schon mal hingekriegt. Okay. Das habe ich verstanden. Plastik auch. Dual Saw, ja, also hier, ich glaube, das geht da um seinen Bohrer, seine Säge, seine Streifen, die er hat. Das war nicht schwer. Double Cutter. Shop Japan. Hallo, Ladies. Okay, lass mir einfach mal so rum. What the fuck? Oh, okay. Geht also um Wasser. Das habe ich schon mal getrunken sogar. Das schmeckt ziemlich kacke. Och. Wieder ein Sportgerät oder was? Alter, die haut aber Checks raus, so. Heilige Scheiße. Ricardo. Das war ein bisschen homoerotisch, das Ganze, aber. Geben das ein. アップルペイはソフトバンクカードで。 Das war jetzt eine Werbung für Apple Pay und eine Bank, die Kooperation, dass es funktioniert oder was? What the fuck? Das hatte ich keine 13 Minuten durch. Aber wir schauen einfach mal. Keine Ahnung, was es war. Hi, hi, hi. Hallo. Ich habe das gerade mega gepumpt, Alter. Oh, das Mauerblümchen darf. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Ich pack das richtig hart ab. Okay, sie ist prepared, sie ist prepared. Hallo? Nummer 42. Alter! Geht ja voll ab, ey. What the fuck? What the fuck? What the fuck?
Das ist das, was ich ja definitiv am häufigsten sagen werde. What the fuck? Ist das Werbung? Das ist Werbung für fucking Thunfisch? Glory Made, okay, alles klar. Jetzt lieber Oh mein Gott, ist das eine krasse Gulaschsuppe! Da explodiert die Mikrowelle vor, wenn du dir das Ding reinziehst! Und der Kopf! Und du bist alt! Und du versinkst im Boden! Krass! Hallo! Ach, sei nicht schüchtern! Mach dich ruhig frei! Bist du behindert? してしまったあなたへ何よけ効果の単数にゴンゴン。ロップです。神の勝利。オートが陥落した。目的は指輪を奪うことだった。王子、いつまでも守られるかを。ファイナルファンタジー。ボイス。ここで死ぬなら、それが世界の。常に胸を張れ。 Oh, das ist aber süß. Das ist aber süß. Das war eine süße Werbung. Aber das war Amazon, also dementsprechend, das hätte, ich glaube, gibt es wahrscheinlich auch in Europa oder so. Habe ich noch nicht gesehen, ich gucke kein Fernsehen. Nudelsuppen. Ey, dieser Style, ne? Wieso gibt es in Deutschland nicht so kreative Werbung? So Badass-Nudelsuppen-Werbung, Alter. Deswegen, es wächst auch danach so süchtig. お得になります。その日から。お得。お店でスマホをかざすだけ。わお。3%オフです。Dカード。さらに今ならもらえます。2000円相当もらえます。I am the one, don't want your time, don't need a gun to get respect。申し込んですぐに使えます。詳しくは検索Dカード。 Oh, sie hat's geschafft. Das ist wahrscheinlich ihr 500. Versuch gewesen oder so. Aber okay. Ja gut, das soll es also gewesen sein hier an dieser Stelle. Das war doch mal spannend. Ich bin neugierig, welche Werbung für euch die komischste war oder die überraschendste. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es eine geben wird. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, auf Wiedersehen, macht's gut und tüdelü. Home.
short like a 38 size. West Philly shorty never had dude.